Habe ich schon mal erzählt, warum ich kein Uso mehr trinke? Nee, ne? Nein. Nee, kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Ich war ja, ist ja jetzt schon tatsächlich wieder ein paar Wochen her, dass ich in Griechenland war. Aber ich habe mich erinnert, dass ich in Griechenland eine junge Dame getroffen habe aus Hamburg. Und wir kamen so ins Quatschen. Auf der Tauchbasis trifft man sich ja, quatscht einfach über dies und jenes. Und die war unter anderem Mitorganisatorin des Hamburger Hafengeburtstages, der jetzt auch gerade gewesen ist. Mhm. Und ist dann aber ausgeschieden, weil das alles zu viel wurde. Und die erzählte dann, um jetzt auf den Punkt mit dem Uso zu kommen, ich habe ja schon wieder drei Türen daneben genommen, die erzählte von den letzten Konzerten, auf denen sie gewesen ist oder für die sie jetzt Karten hat. Und sie erzählte mir, dass sie auf, ihr Mann ist Hardrock-Fan, dass sie mit ihrem Mann auf einem UDO-Konzert gewesen ist. Letzte Woche Freitag. Muss auf jeden Fall, ja, letzte Woche Freitag. Letzte Woche Freitag hat UDO in Coesfeld in der Fabrik gespielt. So. Und ich wollte da total gerne hin. Ja. Aber leider war ich studiotechnisch so ausgebucht, beziehungsweise es gab da noch so eine spontane... So ein spontanes Label, was so ein bisschen Druck gemacht hat. Deswegen musste ich meinen Besuch bei UDO leider canceln. Ich dachte, du hättest keine Karte gekriegt, aber ich glaube, Karten musst du für UDO nicht mehr kaufen, oder? Tatsächlich hätte ich keine, wahrscheinlich keine kaufen müssen. Ja. Aber leider habe ich es verpasst. Direkt vor der Haustür. Ich habe es zufällig auch erst vor ein paar Wochen gesehen. Das ist auch die Nachholshow der Nachholshow, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch aktiv sind. Also naja, ich kenne die ja vom Plakat, was hier bei dir im Flur hängt. Aber ehrlich gesagt habe ich mit dem Gesamtwerk auch nie auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es das eine deutsche Hardrock-Kapelle ist. Genau, das ist ja der, also UDO steht ja für Udo Dirkschneider, der in den 80er Jahren ja bei der nicht so ganz unbekannten deutschen Hardrock-Heavy-Metal-Band Accept-Sänger war. Die kenne ich noch. Gründungsmitglied, genau. Ja. Ah, und dann, verstehe. Okay, und dann ist er da ausgestiegen. Wurde sicher etwas überworfen dann damals und daraus entstanden ist dann irgendwann UDO, aber der ist auch schon mit dem Projekt, boah, jetzt darf ich nicht lügen, weiß ich nicht. Aber auch schon ewig auf jeden Fall unterwegs. Und mittlerweile trommelt sein Sohn bei ihm. Ah, also der wie bei Sven, Phil Collins. Ja, der Sven ist Schlagzeuger und der trommelt da bei UDO. Genau. Du hast ja für die gearbeitet. Kam das nicht für die in Frage, dich auch als Drummer zu nehmen? Auf gar keinen Fall. Das ist ja, da bin ich ja Lichtjahre davon. Keine Ahnung, trommeln entfernt. Kannst du doch. Trommeln kann ich, aber... Das ist dann schon, das hat auch dann ein bisschen was mit, wenn du so diese Musik hörst, 2 Stunden, 1,5 Stunden Live-Show, das ist echt körperliche Arbeit, ne? Das ist wirklich krass. Ich kann mir das also nicht so richtig vorstellen, ich muss dich ja unterbrechen an der Stelle, weil ich erinnere mich dann immer, wenn ich an Hardrock und Metal und so weiter denke, dann denke ich immer an diesen mega Auftritt von Iron Maiden, da habe ich auch also ich finde die Mucke eigentlich ganz cool irgendwie, aber ich finde halt immer diese Aussage, Iron Maiden, super Show, da gehe ich immer die Barrikaden hoch, weil das war dann halt irgendwie, was weiß ich, Rock am Ring oder so und dann haben sie das halt eingefangen und der Drummer saß da, als wenn sie den in ein Korsett gesetzt haben, wenn sich da überhaupt sowas bewegt hat. Da war ein riesen Schlagzeug um ihn drumherum und der Typ saß da und ich glaube, der hat nicht geschwitzt an dem Abend, weil so wenig bewegen, das schaffe ich nur beim Tauchen, wenn ich mich nicht bewege. Und trotzdem, ja, der kriegte das alles hin irgendwie. Das sah also nicht sehr spektakulär aus, aber hat trotzdem mega getrommelt. Ist ja eigentlich auch richtig, ne? Ja. Also man braucht ja keine Urgewalt. Aber es ist definitiv ein anderer Klang. Also, ja, der was anderes sagt, hat noch nie ein akustisches Schlagzeug aufgenommen oder gespielt. Natürlich, wenn ich jetzt so, das hört man so gut im Podcast, wenn man etwas bildlich vormacht. Ne? Also, wenn ich jetzt mit wenig Kraft auf eine Trommel haue und das Signal danach 10 dB lauter drehe in der DAW oder live am Mischpult, klingt das anders, als wenn ich doppelt so oder halt mit sehr, sehr viel Intensität draufschlage. Mhm. Vielleicht mit einem relativ schweren, dicken Stick auch noch. Ja, vielleicht noch ein Rim dabei. Ja gut, das ist ja unfair. Das ist ja ein anderer Sound nochmal. Aber wenn du halt einfach intensiver spielst, dann klingt das natürlich anders, selbst wenn du es dann nachher auf der gleichen Lautheit dann abspielen. Ja, aber wenn wir es vom Sound nochmal trennen und davon ausgehen, dass ich ja gerade so gesagt habe, dass Iron Maiden ja immer für ihre geile Show gelobt werden und für mich persönlich besteht die Show ausschließlich darin, dass irgendwann Eddie als Aufblaspuppe oder sonst wie irgendwie auf die Bühne kommt. Und ansonsten wäre bei diesem Auftritt tatsächlich, wenn da keine Kamerafahrten gewesen wären, wäre da noch nicht mal Bewegung auf der Bühne gewesen. Also die Musik ist mega, aber da kann ich da dann auch zu Hause bleiben und eine Platte anmachen, weißt du? Du, ich war Iron Maiden, ja, habe ich irgendwie auch eine Handvoll Platten irgendwie, also CDs, nicht Platten natürlich, irgendwie im Schrank, aber...
Ja, also diese Nummer damals, ich weiß nicht, wie das Album hieß, da war 666, The Number of the Beast. Genau. Heißt, glaube ich, auch das Album. Ja. Genau. Und das haben wir damals, klar, wir hatten kein Geld, also ging man zu meiner Zeit noch in die Stadtbücherei. Unsere Stadtbücherei in Coesfeld tatsächlich war so cool aufgestellt, dass sie nicht nur eine Plattenabteilung hatten, wo du von Beethoven über Bach bis, hast du nicht gesehen? Ja, genau, Peter Alexander aussehen könnte, sondern eben auch die neuesten Iron Maiden Scheiben. Und dann saß ich da tatsächlich, habe die nicht ausgeliehen, weil ich keinen Plattenspieler hatte, die nicht ausgeliehen zu der Zeit und habe dann einfach da gesessen und die gehört und da gesessen und abgehottet, wie so ein Jugendlicher frei loslassen kann und so weiter. Fand ich eigentlich ganz cool damals, als es rauskam. Und dann hat sich das so ein bisschen versendet über die Jahre. Ja. Aber ja, geschenkt. Das ist so wie vieles, ne? Manowar habe ich mal eine Zeit lang total gefeiert, aber ja. Eigentlich, ja, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich auch 15 Alben rausgebracht in ihrer Zeit, würde ich mir jetzt auch nicht am Stück irgendwie anhören wollen. Ja. Ne? Also, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ich bin, ne? Auf einem Konzert gewesen, jetzt überlege ich gerade, Danzig. Genau. Danzig, ja. Danzig, Glenn Danzig, waren damals in der Stadt. Und spielten dann aber nicht in der Fabrik, die örtliche Halle, wo man normalerweise Konzerte macht, sondern spielten in der maroden, ich glaube, die ist bis heute, in der maroden Stadthalle von Coesfeld. Ja, die ist, die Bürgerhalle heißt die, glaube ich, jetzt. Wenn sie mittlerweile Bürgerhalle heißt. Ja. Also die war vor 30 Jahren schon marode und hat sich seitdem auch nicht viel geändert. Mhm. Und jetzt traten da also Danzig auf in der Stadthalle, die akustische, wie schon mal eine Katastrophe ist. Ich kenne keine schlimmere Halle in der näheren Umgebung. Gibt's auch nicht. Ja. So, da traten die auf. Glenn Danzig war den ganzen Tag schon... Anabolika Glenn haben wir ihn ja damals genannt, war schon im Fitnessstudio richtig pumpen, damit er abends auch gut aussieht und seine so weiter. Nieten poliert. Und dann haben die, ich war drin, irgendwie, das war so unfassbar laut. Also das wäre selbst für ein Open Air noch zu laut gewesen, aber es war in dieser maroden Stadthalle irgendwie und ich bin dann eine halbe Stunde damit, später bin ich da gegangen irgendwie, hab die aber 2 Kilometer weiter, habe ich die immer noch gehört. Weil das war mein Weg mit dem Fahrrad. Ich habe die immer noch, es war so, ich erinnere mich da bis heute dran, es war so irre laut, Danzig, ja. Danzig. Ja. Ja, gut. Aber auch da wird es irgendwen gegeben haben, dem das gut gefallen hat. Ja, der Laden war ja voll und apropos laut, ich war ja auch mal bei den Foo Fighters, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Ich bin eingeladen gewesen bei den Foo Fighters im Kölner Gloria Theater. Ah ja, doch, ja, das ich erinnere mich. Kölner Gloria Theater ist eigentlich der Laden, wo zum Beispiel die Ladies Night für den WDR aufgenommen wird. So, also eine. Wie heißt die Dame nochmal, die das moderiert? Die das moderiert hat, war Gerburg Janke und wer das heute moderiert, ist Lisa Feller aus Münster übrigens. Hm. Lisa kenne ich auch ganz gut. Okay, Heroes. Genau, für Lisa habe ich auch schon diverse Intros für ihre Shows gemacht. Mhm. Die war auch in der Firma, von der Firma vertreten, in der ich bis letztes Jahr gearbeitet habe. Ganz feine Person. Und Lisa moderiert das. Aber wie gesagt, das Gloria Theater ist halt ein Kleinkunstschuppen oder für Clubkonzerte oder sonst was. Jetzt waren da die Foo Fighters drin und allein das, was die als Beschallung auf der Bühne für sich hatten, damit hättest du schon ein großes Krach am Bach-Festival auf jeden Fall machen können. Jetzt gab es aber ja noch die PA nach vorne. Und wir standen schon ganz hinten an der Bar und uns haben so die Ohren geflattert. Es war mega. Ja, Taylor Hawkins. Ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich damals auch mal erzählt, ich glaube, wir hatten das sogar schon mal im Podcast, kann es sein? Hm. Auf jeden Fall, dass ich auch mal eine Top-40-Band gemischt habe, die aus älteren Herrschaften bestand, wo ich auch die Monitore so laut hatte nachher auf der Bühne, dass ich vorne fast ganz nichts mehr machen musste. Genau. Der Klassiker. Genau. Ja. Ja, das Konzert von Taylor Hawkins, haben wir da schon drüber gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Das war nämlich auch tatsächlich ja sehr spektakulär, wie ich fand. Vor allem der Moment, wo dann sein Sohn getrommelt hat. Jetzt kann man da über ziemlich cool eigentlich. Ja, man kann da über Emotionales reden und so weiter. Es gibt ja diverse Bands, in denen die Söhne trommeln. Du hast gerade gesagt, bei UDO trommelt der Sohn. Ja. Bei Mother's Finest trommelt der Sohn von der Sängerin. Mhm. Ich glaube, der ist schon länger da, als er nicht da ist irgendwie. Dann trommelt Taylor Hawkins Sohn, hat wie gesagt auf dem Tribute-Konzert getrommelt. Dann der Sohn von Bon Scott hat ja bei Led Zeppelin getrommelt. Das wusste ich gar nicht. Mega. Led Zeppelin sind ja nochmal aufgetreten. Ja. Irgendwie große Live-Show, gibt es auch eine DVD von. Da hat der Sohn von Bon Scott getrommelt. Cool. Und klar, Bon hat es erfunden, aber das war schon richtig gut irgendwie. Dann, Phil Collins, Phil Collins natürlich, dann der Sohn von Ringo Starr trommelt ja auch bei ihm bei den Live-Konzerten immer mal wieder. Zach Starkey heißt er und so weiter und so fort. Und ich finde es faszinierend, wenn die Söhne dann quasi mit ihren
Eltern was zusammen machen, aber meinen Kindern sehe ich das nicht, weil die beide zwar Musik interessiert sind, aber eher so als Konsument. Die können andere Sachen, die können Sport, die können gut zeichnen und so weiter, aber da würde jetzt nie die Gefahr bestehen, in Anführungszeichen, dass wir mal zusammen auf der Bühne stehen. Papa, ich bin ja froh, dass sie mich schon mal auf einer Bühne gesehen haben. Aber wenn ich das dann so, oder wenn ich das dann lese, bei uns in der Zeitung stand drin, dass jetzt bei so einer Eishockeymannschaft in Deutschland der Kapitän, der ist 37 und sein 18-jähriger Sohn spielt jetzt in derselben Mannschaft. Also deutsche Eishockey-Liga, ne? Also jetzt nicht irgendwie Kreisklasse oder so, sondern schon top-notch, ne? Mhm. Und wo du sagst, ja, und wie ist das dann wohl so? Dann stand aber auch genau darauf Bezug genommen in diesem Artikel drin, ich nenne meinen Vater in der Kabine auch Papa. Also sie haben vorher drüber geredet, weil es gab wohl irgendwo in Amerika, gab es mal so ein Team, wo das auch dieselbe Konstellation war. Irgendwie. Mhm. Und der durfte aber der Vater war, glaube ich, der Trainer, durfte er den aber nicht Papa nennen. Ja, das ist ja so der Klassiker in den USA, der Football-Trainer, genau. Der Highschool-Mannschaft, ja, ja. Bla bla bla. Ja, ja, aber der nennt ihn halt in der Kabine Papa und das ist auch völlig okay. Der Papa ist der Captain von der Mannschaft und der Sohn ist halt der Newbie, der dazugekommen ist. Bei mir damals in der Kreisliga-Mannschaft gab es auch einen Papa. Ja? Ja, also. Der in der Mannschaft halt, gespielt hat oder als Trainer? Der wurde halt einfach Papa genannt. Ach so, der war der Papa, ja, okay. Genau, weil er, ich kenne viele Leute mit dem Spitznamen Papa, aber das kommt aus einer ganz anderen Bewegung eigentlich. Nein, reden wir auch nicht öffentlich drüber. Können wir nicht machen. Ja, aber mein Vorgänger zum Beispiel bei den Skydogs, bei der Top 40 Kapelle, wo ich gespielt habe, den nannten alle schon immer Opa. Weil der Opa war oder so, sondern weil der hatte schon ganz lange graue Haare, schon bevor alle anderen graue Haare hatte. Jetzt sind ihm die Haare aber nie ausgefallen. Das heißt, er hat die immer so ziemlich geil nach hinten gegelt und sah immer pissscharf aus. Und dann hat er mal, irgendwann gab es so eine Nummer mit so einem I Believe in the Power of American Natives, hieß der Song damals. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. I Believe in the Power of American Natives. Und dann Titel ist auf jeden Fall zu lang. Ja, aber hat sich ja durchgesetzt irgendwie, ne? Aber Bühnenshow war dann entsprechend, dass Opa dann auf die Bühne kam und da war halt so ein Panflötenteil drin. Das war dieser Panflötenteil. Und dann kam er raus, wurde vorgestellt als Eduardo Romeni, der berühmte Panflötenspieler aus Rumänien und hatte so eine, also ich, für die Podcast-Leute, die es nur hören, so eine 1,50 Meter Panflöte irgendwie und spielte dann jetzt darauf dieses Thema irgendwie. Aber den nannten was alle, dann aber vom Keyboard kam. Oder hat er natürlich das, natürlich war das programmiert irgendwie, weil die Flöte war ja so groß, dass du wahrscheinlich irgendwie im 30-Hertz-Bereich gespielt hättest und so viel Luft hat nicht mal ein Elefant, um das Ding anzuschmeißen. Also das sind ja Tröten, die bei einer Kirchenorgel mit viel Druck anschieben muss irgendwie. Mhm. Aber es war einfach ein Bild für die Götter, wenn Eduardo Romeni rauskam und dann auf der Panflöte oder wie wir es gesagt haben, auf der Schamflöte damals gespielt hat. Genau, ja, wunderbares Teil. Eduardo Romeni. Und wie gesagt, der hieß schon immer Opa. Der heißt auch bis heute Opa. Also der ist jetzt 30 Jahre später, nennt den immer noch alle vielleicht Opa. Ist er ja mittlerweile auch Opa. Er ist mittlerweile auch ein Opa, tatsächlich. Davon, ja, das war vielleicht nur vorauseilende Gehorsam oder so. Bevor wir das vergessen, übrigens, darf ich dich ganz herzlich begrüßen. Ach so, ja. Also wir haben uns ja noch, eigentlich sind wir ja noch gar nicht da. Das siehst du mal, das ist immer so, dass beim Telefonat sagen wir direkt Hi und dann geht es auch schon los. Ja. Dieses Mal haben wir ja vorher schon 3 Minuten gequatscht. Ich habe dich ja heute beim Begrüßen heute an der Tür des Studios habe ich ja gesagt, hallo Herzblatt. Ah, ja. Da hast du direkt ein... Schwingt auch noch nach. Ja, genau. Das merkt man auch, dass diese von mir in Vorlassung getretene Liebe wird mir auch zurückgegeben, weil du hast, das sieht man natürlich auf dem Video und für die Podcast-Hörer sowieso nicht, aber über uns, ein Stück über uns, liegt eine Tüte Quarkbällchen und da haben wir auch nur kurz genascht, weil wir sind heute relativ früh, ne, also wir sind deutlich früher als sonst schon mal, wo wir uns getroffen haben. Das heißt, wir haben noch nicht so den... Also es ist nicht 8 Uhr, falls ihr das meint, ne? Nein, auf gar keinen Fall, aber deutlich früher als sonst. Das heißt, wir haben noch nicht so diese Kaffeezeit, ne? Die Nachmittags-Kaffeetrinkenzeit meinst du, ja, genau. Ganz genau, ja. Aber unabhängig davon, ich meine, jetzt quatschen wir schon eine Viertelstunde, darf ich natürlich ganz herzlich den lieben Jonas aus Münster-Wolbeck begrüßen. Und ich mich sehr freuen, dass du wieder hier bist. Ich freue mich auch tatsächlich wieder hier zu sein. 2 Wochen ist es schon wieder her, dass ich hier war. Und, warst du in der Zwischenzeit in Griechenland oder diesmal? Ich habe meinen Griechenlandurlaub ja letztes Mal kurz angetriggert, aber da war ich noch so geflasht, irgendwie, dass ich da noch gar nicht so richtig intensiv drüber gesprochen habe. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber kommen. Aber es ist schon jetzt ist schon 3 Wochen her, dass ich in Griechenland war und so langsam schwingt es so ab, was ich da alles erlebt habe, wen ich da getroffen habe, ja gerade schon kurz erzählt und so weiter. Aber umso mehr freue ich mich trotzdem wieder hier zu sein in Holtwick, dem Zentrum des musikschaffenden Businesses hier in Münsterland an der Seite der goldenen Ohren von Holtwick, mein Freund und Trommler Björn Schlüter.
Vielen, vielen Dank. Trommler, weil ich habe gehört, dass du im Nachgang an unsere Trommelsession für das Volt Audio Interface, die wir ja gemacht haben, über das ich ja letzte Woche einen Livestream auch gemacht habe. Ich habe mit den Trommelspuren auch live gemischt. Da komme ich gleich auch nochmal vielleicht zu der Produktion. Da gibt es vielleicht das eine oder andere Interessante auch mal zu erzählen. Dass du im Nachgang da noch einen Folgeauftrag bekommen hast. Und zwar nicht als Mastering-Engineer. Nee, tatsächlich. Also ich habe ja früher, also vor einigen Jahren, wissen vielleicht auch gar nicht alle, ich habe ja hauptberuflich als Orchestermusiker gearbeitet. Ja, acht Tuba. Jahre. Nein, Schlagzeug, aber im Orchester ist das ja sehr vielseitig. Ne? Das klassische Drumset ist ja da nur relativ selten eingesetzt. Also kommt immer drauf an, bei was für Literatur man spielt, Big Band Sachen und so, Popmusik, klar. Ansonsten besteht das ja eher aus dem klassischen Orchester-Schlagwerk, also Kesselpauken, Glockenspiel, Xylophon. Ach so, auch ganz klassische Trommeln. Na, natürlich, klar. Kannst du Kesselpauke auch mit Pedal spielen und dann Stimmen und so? Mega. Na, Noten? Also, dass du Noten kannst, weiß ich sowieso. Ich habe acht Jahre in Berufsorchestern gespielt. Ja, aber da hat man ja dann wirklich echte Noten. Also, während bei Schlagzeugnoten ja quasi... Du redest von tonalen und atonalen Noten. So, ja. Tonal ist quasi mit Tonhöhe und bei Schlagzeugnoten hast du ja auch Tonhöhe, aber du hast ja... Die steht aber nicht in der Partitur. Oder doch, steht da, wie du dein Schlagzeug zu stimmen hast? Nein, also es geht nicht um Tonhöhe im klassischen Sinne, um A, B oder C, sondern es geht um auf welcher Linie welches Instrument ist. Wenn man jetzt sich ganz klassischen Drumset anschaut, da hast du eine Bassdrum, die ist meistens sehr weit unten im System notiert, du hast eine Snare, die liegt im Violinschlüssel meistens auf dem C, so dazwischen, oben drüber die Becken, die Toms irgendwo dazwischen. Mhm. Das ist schon, du hast ja auch ein richtiges Notensystem. Ne? Ja, das habe ich schon verstanden, aber es ist halt, die Snare ist immer auf derselben Linie. So. Nicht unbedingt. Meistens gibt es ganz vorne beim Stück eine Historie, wo dann steht, auf der Linie ist das und das. Aber da wird sich doch was eingebürgert haben, nicht, dass du dich für jedes Stück umändern musst und dann denken musst, okay, beim letzten Mal war es noch auf der C-Linie oben, also auf der zweiten von oben und jetzt ist es aber auf der... Ja, also ich sag mal, es gibt da keinen festgelegten Standard. Du kannst da, wie du lustig bist, kannst du das schreiben. Ja. Es verhält sich aber schon alleine aus Layout-technischen Gründen, ist es schon immer sehr ähnlich. Aber es kann schon mal ein nach oben oder unten rücken oder sowas. Es gibt ja auch durchaus Werke, sag ich jetzt mal, Orchesterbereich oder auch dann, wenn wir über Popularmusik sprechen, da werden vielleicht ja auch vier Toms gefordert, notiert. Ja, oder es werden verschiedene Becken, Ride, Ride-Kuppe, Ride-Gequashed, China, Crash-Becken, Hi-Hat, Hi-Hat offen, Hi-Hat mit dem Fuß. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie du das alles spielen kannst. Reifend. Schleifend, na, selbstverständlich. Jeder Drama kennt doch Schleifend. Jeder, der eine klassische Orchesterausbildung macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe als Schlagzeuger gearbeitet und habe in der Zeit auch viel im Studio gearbeitet. Also, okay. Also wenig in meinem eigenen Studio als Schlagzeuger, aber in anderen Studios. So kam ich ja übrigens auch. Mein Gott, jetzt kommen wir schon wieder von Hüsken auf Stöckchen. Aber ist ja egal. Leute, ihr müsst da jetzt einfach mal durch. So, so kam ich ja auch zu den Amphions. Weil ich als Schlagzeuger, ich war als Session-Drummer gebucht in Hamburg in einem Studio. Ja. Und da stand genau 1:1 dieses System, was hier steht. Und seit übrigens dem Tag, für die YouTuber erklärt, direkt hinter der Kamera stehen. Ne? Wir haben ja den Platz gewechselt. Ach so, das haben wir auch noch nicht erzählt. Ne? Wir können nicht alles durcheinander machen. Also weiter. Genau. Ja. Ich war ja schockverliebt in das Lautsprechersystem. Und dann hat es ja ein paar Jahre gedauert. Bis es dann möglich war, das dann auch hier zu installieren. Mhm. Genau. Also ich war einfach unterm Strich viel unterwegs, aber auch in Bands gespielt und sowas. Und dann habe ich das ein paar Jahre sehr, sehr wenig gemacht. Und jetzt tatsächlich nach Corona, wenn man überhaupt von nach Corona sprechen kann. Ja, im Ausklang von Corona. Genau. Kamen doch wieder sehr viele Sachen auch, also viele Muckenanfragen irgendwie als Schlagzeuger. Und ich habe dieses Jahr relativ viel gespielt, letztes Jahr auch schon, und habe jetzt wieder so ein bisschen Blut geleckt. Ein bisschen Bock. Ne? Und wie ihr ja wahrscheinlich alle das Video von Jonas gesehen habt mit dem Volt-Interface, durfte ich ja, wie heißt das Song? Sommersonnenfänger. Durfte ich dann eintrommeln. Und da, das war so der endgültige Kick, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Bock mehr selber zu trommeln. Und um das rund zu machen, deswegen sitzen wir jetzt auch hier bei dir im Mastering-Studio. Genau, wir sitzen in der Regie. In der Regie, Das ist die Rückwand hier, ne? Die Bassfeilen und die Helmholtz-Resonatoren. Perfekt abgestimmt auf den Raum hier. Mhm. Genau, weil nebenan im Aufnahmeraum,
jedes Mastering-Studio hat ja einen Aufnahmeraum. Natürlich, ja, das war klassisch. Im Aufnahmeraum steht eben ein komplett mikrofoniertes Schlagzeug. Ja, und wartet darauf, gleich bedient zu werden. Übrigens dann von mir als Ingenieur. Das machen wir dann im Nachgang vom Podcast. Genau, wir haben ja letzte Woche auch schon Schlagzeug aufgenommen. Das war ja der erste Auftrag, der entstanden ist. Für den lieben Chris, der ist nämlich auch Recording-Blog-Zuschauer und Podcast. Genau, und das war der Auftrag, über den ich auch mit dir sprechen wollte. Du bist also gebucht worden und arbeitest jetzt also auch wieder als aktiver Musiker. Nicht nur als Soundveredler quasi, wenn man das so nennen möchte. Ich finde das spannend, weil das ist, das zeigt ja, wie divers, vielfältig und auch vor allem spannend und interessant der Beruf ist, in dem wir uns bewegen. Und man sagt ja auch in jedem Feld, vor allem für Freelancer, sagt man ja, dass man nicht nur auf einem Bein stehen sollte, sondern möglichst viele Beine haben. Du hast auf jeden Fall ganz viele Beine. Du bist ja mindestens eine Spinne irgendwie mit Arrangeur, mit Orchesterleiter, mit Mastering-Engineer, jetzt wieder Musiker ne, und so weiter und so fort. Also von daher kann man da ja auch verknusen, wenn man eins ein bisschen schwächelt. Das ist ja phasenweise, mal gibt es mehr Masterings, mal weniger, mal mehr Mucken, mal weniger. Bei Corona zum Beispiel, wenn du nur Session-Drummer gewesen wärst, jetzt ein Problem gehabt. Und zwar ein massives, wie sicherlich diverse andere Musiker da draußen auch, die mit Staatshilfen sich so halbwegs über Wasser halten konnten, was okay war, aber natürlich auf keinen Fall adäquat gegenüber der Kunst. Und ja, von daher mega, finde ich super. Ja, man muss sich schon so ein bisschen konzentrieren, ne, auf, finde ich, auf eine, also man darf jetzt auch nicht irgendwie tausend Sachen gleichzeitig machen und alles nur so halb, ne. Das ist ja dann so der Klassiker, den viele halt versuchen. Natürlich auch aus diversen Gründen. Ja, die eierlegende Wollmilchsau und auf allen Hochzeiten tanzen. Ganz genau. Ne? Kenne da auch einige Leute, die dann, ja, ich bin hier Schlagzeuger, ich bin Bassist, ich kann auch singen und ich könnte mich für alles buchen und so. Klar, mag das dann manchmal funktionieren, aber am Ende des Tages wirst du damit nie erfolgreich sein. Du wirst dich über Wasser halten. Und bis zu einem gewissen Level kannst du kommen, aber... Ne? Genau, deswegen muss man sich schon irgendwie so ein bisschen spezialisieren und auch seine Expertise dann in gewissen Bereichen einfach ausbauen. Ne? Ja. Macht ja dann auch viel mehr Bock. Ne? Ja, es ist so ein diverses Teil, ne? Weil wenn ich über die Leute nachdenke, die jetzt zum Beispiel auch hier im Recording-Blog, ja in der Recording-Blog-Familie aktiv sind und so weiter, das sind ja oft auch Leute, die das Mischen, das Aufnehmen und so weiter schon nebenbei machen, weil wir reden ja hier über Hobby, ne? Die aber, was weiß ich, der Gitarrist oder der Schlagzeuger der Band sind und dann halt irgendwann, weil sie sich halt mehr dafür interessieren als die anderen und mehr Bock drauf haben, sich dann mit dem Thema auseinandersetzen, da rein. Völlig anderes. Weil das völlig ist ja was Hobby, ne? Das ist ja, wenn du für dich selber etwas machst, ist das, also, ne? Das ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, pass auf, das ist ja immer mein Beispiel, ich grille gerne. Ja, so, ich auch. Ich kaufe mir jetzt, weiß ich nicht, Kugelgrill von XY oder den Gasgrill von keine Ahnung was, ist ja auch völlig wurscht, oder den Smoker. So, und wenn ich jetzt sage, so, ich mache die, was weiß ich, Gericht XY mache ich jetzt so, weil mir schmeckt das total gut. Wenn du das aber vielleicht 10 anderen Leuten hinstellen würdest, würden die vielleicht sagen, ja, finde ich jetzt nicht so geil. Aber deswegen machst du ja nicht am nächsten Tag eine Catering-Firma auf, nur weil du dir einen Grill kaufst. Aber wenn dir genügend Leute sagen, dass das geil ist, kannst du vielleicht sogar auf die Idee kommen, weil ich beobachte das tatsächlich ganz viel, dass Leute jetzt so neben ihre Berufe gucken. So, also die sind meistens angekommen, stellen fest, ich bin im Hamsterrad irgendwie und irgendwie wollte ich immer was anderes machen und stelle fest, dass viele Leute jetzt trotzdem so links und rechts mal gucken, aber unabhängig. Finde ich völlig richtig. Ich meine nur, ich kaufe mir jetzt einen Grill und bin eine Woche danach, später meinen Catering-Service auf, weil ich habe ja jetzt den Grill. Expertise, genau. Ich habe jetzt den Grill und nebenan Metzger. Deswegen, das reicht ja de facto nicht aus. Was übrigens auch klar macht, um das mal runterzubrechen, nur weil du die Technik vorhanden hast, ist die Expertise noch lange nicht da. Das stimmt. Muss man ja auch mal umgekehrt sagen. Umgekehrt, aber auch. Ja, richtig. Man kann auch ganz viel Expertise ohne viel Technik haben. Ja, das ist aber oft erfolgsversprechender, also sagen wir mal, jemand mit viel Expertise kann aus geringfügigem Material trotzdem viel rausholen, umgekehrt ist schwieriger. Also du kannst einen Noob hier gerne ans Mastering-Studio setzen, der sieht nur viele Knöpfe und einen Bildschirm und kann damit gar nichts anfangen. Selbst wenn er die Prinzipien vom Mischen sogar verstehen würde, könnte er trotzdem nichts damit anfangen. Aber, du hast dich noch nie hier hingesetzt und mal was gedreht, ne? Nee, ich habe hier also nicht persönlich aktiv, aber als wir den Manoltech angespielt haben, habe ich schon fasziniert daneben gesessen und dir zugeschaut. Ja, aber ich meine selber mal. Ja, guck mal, ich behaupte ja immer, und da lege ich auch extrem Wert drauf, dass ich nicht das Gras wachsen höre. Ne? Ich rede über viele Techniken, über Arrangement, Produktion, Recording, etc. Time to Chorus. Time to Chorus, ja, gerade noch drüber gesprochen. Da rede ich überall drüber.
und weiß da auch viel drüber. Aber was mein Gehör angeht, weiß ich, dass ich ein extrem gutes analytisches Gehör habe, wenn es darum geht, Sachen rauszuhören oder so. Mhm. Ich bin aber nicht unbedingt der Typ, der jetzt, wie gesagt, das Gras wachsen hört. Das heißt, in der Umkehrfolge, ich habe im Volt 476P Video habe ich bei mir im Wohnzimmer Akustikgitarre aufgenommen. Mhm. Und unser lieber Patrick Zündel aus Österreich. Patrick ist blind und betreibt einen YouTube-Kanal, Audio für Blinde heißt er, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe auch irgendwie ein Video von ihm gesehen. Ja, super Typ, wirklich super Typ, auch ein toller Sänger übrigens, auch toller Musiker insgesamt und faszinierender Typ, wie gesagt, blind. Und Patrick schrieb mir unter das Video, er hört da Kammfilter-Effekte bei meiner Akustikgitarrenaufnahme. Und ich habe wirklich, dann schrieb mir das noch ein zweiter drunter. Ich denke, Alter, hast du das mit der Ohren irgendwie? Weil ich wusste nicht so richtig, was die meinen. Also, es gibt ja verschiedene Kammfilter-Effekte, so leichte Phasings irgendwie. Oder wenn du richtig Flatter-Echos hast, dass es dann richtig rumflattert und so weiter. Kammfilter heißt immer erstmal Phasenauslöschung. Ja. So. Und wenn die variabel ist wie bei einem Phaser, dann kann ich die hören. So, aber bei einer Aufnahme, wo sich nichts ändert, ich habe ja auch fest gesessen und so weiter, das heißt, also es gab keine Variable in dem Ganzen, das heißt, habe ich mich halt gefragt, wo ist dieser Kammfilter? Und Patrick hört hier garantiert auch wieder zu, der hört hier im Podcast, schöne Grüße übrigens an dieser Stelle, Patrick. Ich habe mich hingesetzt und habe versucht nachzuvollziehen, was er wohl meint, und vielleicht machen wir beide das gleich mal im Nachgang kurz, dass wir hier nochmal nach dem Podcast, nach der Aufzeichnung nochmal kurz reinhören und du mir verrätst, was ich da nicht höre. Okay. Ne? Aber oft ist es ja so, ich habe ja gerade gesagt, ich habe ein analytisches, sehr, sehr strukturiertes, gezieltes Hören und vielleicht weiß ich nur nicht, worauf ich hören muss. Ne? Es gibt ja so einen Trick beim Mischen zum Beispiel, wenn du dich beim Mischen auf ein Instrument konzentrieren möchtest und du kannst es im Mix nicht so richtig orten, dann sagt man, stell es kurz einmal auf Solo, dann stellt sich dein Hirn und dein Ohr kurz darauf ein. Wenn du das Solo wieder ausmachst, kannst du dich ganz klar darauf fokussieren, auf dieses Instrument. Egal, wo das im Mix versteckt ist, selbst wenn das hinter allem schwebt irgendwie so. Du kannst den Fokus darauf richten, wenn du kurz Solo schaltest, dann hörst du es und dann bist du darauf eingetuned und kannst dich darauf konzentrieren, im Mix dann das zu justieren. Da würde ich aber rein psychologisch eher empfehlen, das Instrument einmal sehr laut zu machen. Anstatt es auf Solo zu machen. Ja, vielleicht auch ein Trick. Müssen wir vielleicht ausprobieren. Also ich kenne den Trick mit schalte kurz auf Solo, damit du den Fokus hast. Und wenn du dann das Solo wieder ausmachst, hörst du es. Ja, aber dann hast du ja einen Fokus. Würde ich nicht machen. Würdest du nicht machen? Okay, alles klar. Ich würde das tatsächlich, also wenn ich zum Beispiel, ich habe dir erzählt von dem Kollegen aus Münster, war übrigens ein Trick von einem Grammy. Ist ja nicht schlimm. Ne? Aber deswegen. Also deswegen muss er ja nicht Sinn machen oder wenig Sinn machen. Nö. Kann ja für ihn funktionieren. So, ich meine ja nur meine Meinung. Ist ja, nur meine Meinung. Absolut. Dazu, ne? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Stem Mastering mache, dann würde ich mir, aus einem Grund höre ich mir da etwas aus Solo an. Damit ich überhaupt weiß, was auf den Stems drauf ist. Ja, weil ich kenne ja die Stems nicht. Klar. Ja, so, ne? Wenn jetzt ein Mischer, der bekommt Spuren angeliefert, da steht Kick in, Kick out, sind ja Tops, in der Bottom. So, da sollte klar sein, was auf der Spur drauf ist. Ne? wenn sie denn sauber beschriftet sind. Gut, wenn es Audio 1 bis 127 heißt, dann ist schlecht. Aber ich musste erstmal gucken, wenn ich bekomme einen Stem, der heißt Drums. So, für einige Leute bedeutet Drums was anderes als für andere. Inklusive Percussion und 808, die aber Bass und was ist, weiß ich nicht. So, das heißt, ich muss erstmal reinhören, was ist da überhaupt drin? Mhm. Woher kommt das, was ich gerade höre? Auf welchem Stem ist das so? Aber danach, wenn ich zum Beispiel dann, ich hatte jetzt 5, 6, 7 Songs gemacht für so eine Lichtinstallationsgeschichte. Mhm. So Soundscape für so eine Lightshow oder so? Ja, also, das ist so Cinematic, so. Musik, so. Könnte Filmmusik sein oder so Trailermusik, cool, auch immer. Ziemlich cool. Als sehr ausgiebiges Stem-Mastering, also relativ viele einzelne Stems. Nicht, weil das nicht gut war oder so, sondern einfach nur, weil ich gesagt habe, 70% der Arbeit ist Automation. Ja. Also Lautstärke-Automation oder sowas. Ne? Deswegen gib mir lieber zwei Stems mehr, dann ist es einfacher für mich. Und wenn ich da zum Beispiel dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Arrangement und da gibt es eine Spur, die heißt Cello-Solo. Ne? Ich habe gedacht, ja, wo spielt ein Cello-Solo? Okay, erstmal geguckt und ach, da hinten. Okay. Und dann einfach mal, was passiert denn? Das ist ja, wenn man eine Solo-Cello-Geschichte komponiert, dann hat die ja irgendeinen Sinn. Ja, ne? Schon. Genau, das heißt, einfach mal 6 dB drauf, den Fader mal nach oben gezogen. Ja. Okay,
in welchem Frequenzbereich behakt sich das jetzt mit was anderem? Ich habe den Fokus auf dem Instrument, ja, aber trotzdem im musikalischen Kontext. Du hast es im Kontext, ja, richtig. Ne? Ja, ja. Weil wenn ich etwas nur auf Solo schalte, natürlich, ich gebe dir da völlig recht, das macht ja auch Sinn. Du konzentrierst dich dann drauf, aber du konzentrierst dich dann vielleicht auch falsch drauf. Ja, aber pass auf, das muss ich richtig stellen an der Stelle. Mir geht es nicht darum, das tonal zu beurteilen, sondern mir geht es ausschließlich, den akustischen Fokus auf das Instrument zu lenken. Also kurz zu sagen, wo ist das Instrument? Nicht zu beurteilen, sind da Resonanzprobleme, sonst was, ja, irgendwie, wie interagiert das so, sondern einfach, um es zu lokalisieren. Weil manchmal hat man Sachen, die sind einfach so subtil, so an die Hörgrenze gerichtet, dass du die erstmal, ich sag's jetzt mal despektierlich, in der Matsche nicht direkt lokalisieren kannst. Ja. So. Und wenn du dann aber den Fokus drauf haben willst, einmal kurz Solo, ah, da ist es, Solo wieder aus, ah, da ist es immer noch, jetzt habe ich's. So. Das kann, also, die andere Variante ist, wenn ich was equalizen will im Zusammenhang mit den anderen Sachen, da gebe ich dir vollkommen recht, irgendwie. Dann kann ich das, wenn ich das ein bisschen lauter mache, dann kann ich mir das nach vorne holen, kann das im Zusammenspiel mit dem anderen beurteilen und dann wieder zurückschieben. Machen. Also ich würde es auch für den Fokus nicht machen, aber weil danach hast du ja vielleicht einen falschen Fokus, dass du dann, ich würde wetten, dass wenn du diese Technik machst, dass du das Instrument nachher oftmals ein dB oder anderthalb dB leiser drehst, als wenn du es nicht solo vorher gehört hast, weil du zu viel Fokus darauf hast. Ja, aber lass mal einen Tag vergehen, irgendwie dann hast du wieder eine neue Perspektive, ganz genau. Ne? Ja, aber darum geht's ja nicht. Wenn wir darüber reden, dann brauchen wir gar nicht mehr mischen, weil am zweiten Tag würdest du immer anders mischen als am ersten Tag. Jein. Ja, also ja, jedes Mal gehst du mit einem neuen Geschmack ran, genau, mit einem neuen Erkennungs-, ja, alles klar. Unterschreibe ich auf jeden Fall. Also, wie gesagt, beides funktioniert und vielleicht können uns die Zuschauer, Zuhörer ja mal drunter schreiben in die Kommentare oder per Mailout zuschicken an info@daw-versteher.de. Einfach mal schreiben, wie sie es handhaben. Also liebe Recording-Blog-Familie, schreibt uns Kommentare hier bei YouTube oder eben unter den Podcast oder per Mail. Dann können wir mal nachlesen. Machen wir einen Blindtest. Blindtest? Wie würdest du den aufziehen? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Jeder hat seine Methode, die funktioniert. Irgendwie, ich habe ja auch die Methode, hin und wieder auf Mono zu schalten, weil ich sehe hier zwei Auratons bei dir im Studio stehen. Ich habe nur einen. Der ist auch versteckt hinter meinem Monitor. Der guckt mich so gerade so an, dass ich den so sehen kann. Einfach, damit ich da diesen Küchenradio-Effekt wirklich zu 100% habe. Der ist auch Mono verdrahtet. Mono, Auratone. Und große, jeder hat seine eigene Methode. Und wenn es funktioniert, ist ja alles dufte. Das so, ist immer, ne, wichtig. Darum solange geht's. Es funktioniert, ist, genau, ja alles erlaubt. Und deswegen kommt ja, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn oft die Frage kommt, irgendwie, kann ich dies, kann ich das? Die Antwort heißt immer, warum nicht? Probier es aus. Wenn es dir gefällt, ist gut. Wenn ich nicht, wollte dann möchte auch nur meine psychologische Meinung zum Ausdruck bringen, weil ich finde, jedes Solo-Hören ist meistens ein Solo-Hören zu viel, weil man dann dran bleibt, auch Sachen im Solo zu hören. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie lange du das Solo hörst. Ne? Wenn du kurz hörst, damit du weißt, worüber du redest, irgendwie, also um einfach Schwachstellen im Ausgangssignal schon zu hören, ist Solo immer legitim. Das ist schon etwas, wo du musst du sehr zielgerichtet arbeiten. Zack, Solo, okay, verstanden, aus. Ja. Nächste, okay, dann da ist dann halt wieder die Sache mit der Intention dahinter, wenn meine Intention ist, natürlich, wo kommt jetzt das, keine Ahnung, wo kommt das Dröhnen bei 200 Hertz her, kommt das jetzt von der Gitarre oder kommt das vom Keyboard oder kommt das aus dem Drumroom oder natürlich musst du dann Sachen mal eben, das Tom weiter. Genau, ja, genau, oder natürlich musst du Sachen mal eben auch Solo hören, ne? Aber ich würde behaupten, dass trotzdem immer noch zu viel in Solo gemacht wird, also. Außer Frage, tatsächlich, also Solo macht tatsächlich, ja, wann bin ich denn in Solo? Also, ich überlege gerade, wann ich wirklich, also gezielt in Solo bin. Eigentlich nur, um mir einen Überblick zu verschaffen, um es einmal kurz gehört zu haben. Oder um ein Problem zu lösen. Ja, um ein Problem zu identifizieren, genau. Ja, genau. So, ja. Und der Rest ist im Mix. Ja, genau. Zumindest immer so weit, dass man dann Sachen sich nach vorne holen kann oder nach hinten. Oder zwischendurch auch ruhig mal den Fader wieder komplett runter und wieder reinschieben, um zu gucken, okay, wo ist da die Hörschwelle oder wo möchte ich das hinhaben. Das ist eigentlich. Nicht eigentlich, das ist immer sinnvoller. Ja. Bin ich mir schon sicher, auch wenn es kein richtig und kein falsch gibt, definitiv nicht. Und jeder hat da seine Methode, aber alle die vielleicht sagen, okay, gerade bei mir ist noch Bedarf, irgendwie komme ich nicht weiter, vielleicht einfach mal sich selber zu zwingen, die Solo-Taste mal wechseln bei einem Mix einfach mal, ja, oder am Anfang, okay, Überblick schaffen und dann fasse ich jetzt Solo nicht mehr an. Ne?
Oder ja, klar, mal ohne Vocals hören zum Beispiel. Ne? Also mal nur den instrumentalen Mix. Das ist ja Mute, ja genau, das ist ja, ne? Das ist ja ganz solche gut. Sachen. Oder ja, Schlagzeug ja. Und Bass mal nur zusammen. Ja, ja. Das ist ja dann wieder, um so gewisse Bereiche zu definieren oder nur die Midrange sich anzuhören. Ne? Guck mal, bei mir wächst so ein Mix ja zum Beispiel. Ich gehe ja strategisch normalerweise vor. Es gibt ja viele Leute, die so ihre Methoden haben. Bei mir wächst der Mix einfach. Ich starte mit der Bassdrum. Irgendwann ist das Schlagzeug fertig. Dann kommt der Bass dazu. Dann die Gitarre, Keyboard. Dann nehme ich die 808 oder sonst was irgendwie. Ich starte auf jeden Fall mit dem Schlagwerk und arbeite mich dann im Pop-Track nach vorne, der normalerweise eine Bassdrum hat. So, oder im Rock-Track. Ne? Und so wächst der Mix halt. Und natürlich höre ich am Anfang erstmal das Schlagzeug als Instrument solo, weil ich mische das ja nun mal solo irgendwie. Ich starte mit der Bassdrum, das ist das erste Instrument, das höre ich mir an, dann kommt der Rest dazu, dann wächst das und irgendwann ist dann der komplette Mix fertig. Andere Leute machen die Methode erst Schlagwerk oder vielleicht sogar nur erst Bassdrum und dann direkt Vocals, je nach welche Musik du mischst, ne, weil das sind die beiden, können die beiden wichtigsten Elemente sein. Das heißt, die beiden müssen sitzen, Rest darf drumrum. So. Das heißt, die beiden werden erstmal fertig gemacht und der Rest wird dann dazwischen verteilt. Gibt die verschiedensten Methoden. Wichtig ist ja nur, was hinten rauskommt. Ah, völlig wurscht. Und im Idealfall, dass man vor allem nicht 14 Wochen an einem Mix sitzt, sondern. Am besten 4 Stunden oder 2 Stunden oder 3. Ja. Ja, die meiste Zeit geht bei mir tatsächlich im Feintuning drauf. Aber das ist ja das Pareto-Prinzip eh 80-20, ne? Dass ich also, bis der statische Mix steht, das ist relativ zügig. Und dann ist es aber bei mir tatsächlich, dass ich so oft den Mix durchhöre, dann fällt mir hier eine kleine Automation noch ein, dann kommt ja auch der kreative Teil noch dazu, ne? Dann fällt mir hier noch was ein, dann ist das laut, dann muss ich es einen Tag liegen lassen, dann muss ich am nächsten Tag nochmal reinhören. Deswegen so ein Mix pro Tag ist meine Methode nicht. Ich brauche 3 Tage oder 4 dafür, weil ich immer mal wieder reinhöre und immer mal wieder Ideen habe und oft auch zu kleinteilig werde. Ich gebe es zu. Vielleicht baue ich auch manchmal zu viel Kleinkram ein, aber ehrlich gesagt, da habe ich auch Bock drauf. Ja, das ist mein Qualitätsanspruch. Wenn du das halt hauptberuflich machst, dann musst du deine 2, 3, 4 Mixes am Tag machen. Ja. Ansonsten kannst du davon halt nicht leben. Ne? Mhm. Das ist so. Werden dann aber gewisse Elemente werden diese Mixe nicht haben. Also die werden halt kein ausgewachsenes Automationswerkzeug drin haben. Das heißt, also jetzt nicht. Schon. Ja, schon an den neuralgischen Stellen, ne, die Klassiker. Aber wenn du wirklich richtig intensiv in Automation einsteigen willst und dich auch inspirieren lassen willst und so davon, dann muss man halt den Song, allein dafür muss ich den Song schon 10 oder 20 Mal durchhören. Das heißt, wenn ich 20 Mal durchhören nehme, ist ja schon eine Stunde weg, da habe ich ja noch nicht einen Fader angepackt. Verstehst du? Das machst du ja auch alles on the fly. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ein professioneller Mix, also von einem professionellen Mixing-Engineer, der am Tag 3 Songs mischt, der hat mit Sicherheit nicht weniger Automation wie dein Mix, wo du 3 Tage dran sitzt. Zumindest nicht weniger sinnvolle oder das kann sein, nachher dem Endprodukt zusprechend Automation sein wird. Da bin ich mir absolut sicher. Ich muss, glaube ich, nochmal ins Volontariat. Also, guck mal, das ist doch in anderen Berufen genau das Gleiche. Wenn ich jetzt, lass mich mal kurz ein Beispiel überdenken. Ja, aber ein gutes Beispiel. Keiner, ja genau, deswegen denke ich ja drüber nach. Als Beispiel, ganz, ganz stumpf, Reifen wechseln. Ja. Wenn du an deinem Auto die Reifen wechselst, brauchst du dafür länger wie die Kfz-Werkstatt. Ja. Ist richtig. Also, okay, vielleicht du nicht, ich definitiv. Ich bin, was das angeht, ich muss mir erstmal überlegen, wie war das nochmal mit dem Wagenheber und so. Das liegt ja am Werkzeug unter anderem. Guck mal, ich hab einen Schlagbohrer zu Hause, du hast keinen. Also du musst das Kreuz nehmen. So, ich muss den selber hochpumpen in der Autowerkstatt, ich fahre auf die Bühne, zack, Auto oben, da sind die Reifen schon halb unten, bis das Auto oben nach oben gefahren ist. Wir reden jetzt natürlich auch von einer gut koordinierten Autowerkstatt. Da sitzen ja auch alle Abläufe, genau. Genau, da sitzen alle Abläufe, die haben das richtige Werkzeug, die haben die richtigen Voraussetzungen, die haben den richtigen Raum, die haben alles passend. Ne? Das heißt, die brauchen, keine Ahnung, lacht mich jetzt nicht aus, wenn ihr auf der anderen Seite sitzt und Kfz-Mechaniker seid, braucht 10 Minuten, Reifen runter, Reifen drauf, festgemacht, keine Ahnung, nochmal Reifendruck kontrolliert. Dazwischen ist selber nochmal gewuchtet und der Reifendruck kontrolliert, Ne? So, ich überlege mir, muss ich noch zur Werkstatt hinfahren, muss eventuell die Reifen aus dem Keller, was auch immer. Ja. Das ist ja nochmal individuell. Verstanden, aber übertrag's mal aufs Studio. Ja, und jetzt übertrage ich das aufs Studio, das heißt, wenn ich jetzt, ich mache nichts anderes, ich stehe morgens auf, trinke Kaffee, gehe in die Dusche, eine halbe Stunde Sport. Setz mich ins Pult. Dann setze ich mich ins Studio
dann mache ich das Projekt auf, was meistens vielleicht, vielleicht natürlich auch von der Ausgangsqualität, nicht unbedingt das Schlechteste ist. Ne? Wir reden über Mixing, wir reden nicht über Editing, wir reden nicht über Vocal Tuning oder sowas. Ja, das hat alles nichts mit Mixing zu tun. Mixing, ja. So, Fader hoch, was passiert? Von da an glaube ich schon, dass du, wenn du erfahren bist, du weißt, du kennst deinen Raum, du kennst das Genre, du bist ein absoluter Experte in dem, was du tust, dann musst du in der Lage sein, innerhalb von zwei, drei, wir reden jetzt nicht über einen 15 Minuten Progressive Rock Track mit Chor und Orchester vielleicht, aber ein klassischer Pop Rock, was soll irgendwas Track mit deinen 40, 50 Spuren, dann musst du das in der Zeit schaffen. Ja, da war aber das Wenn mit den adäquat aufgenommenen Spuren, ne? Natürlich, wir reden ja immer, eine professionelle Dienstleistung passiert unter professionellen Voraussetzungen. Der, jetzt komme ich wieder immer mit meinem Pool-Beispiel, derjenige, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Pools aufzubauen, zu installieren irgendwo, der kauft auch nicht den Pool für 250 Euro beim Hagebau und stellt den auf, sondern der hat ein Qualitätsprodukt, was er aufstellt. Ja. Das ist nochmal, es geht ja nicht immer darum, irgendwas schlecht oder gut zu machen, sondern es geht immer nur darum, zu sagen, wenn das Material stimmt, und dafür ist ja jeder selber verantwortlich. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt einen Song auf und der Jonas soll den mischen, bin ich ja selber dafür verantwortlich, wie verdammt nochmal mich da hinzusetzen und mal eine Stunde mehr zu investieren, dass die Gitarre nicht auf halb acht hängt irgendwie, dass du nicht sagen musst, oh, die ist aber verstimmt, da muss ich jetzt erstmal irgendwie gucken und da muss ich mal hier drehen und hier noch. Natürlich, aber das hat ja mit Mixing nichts zu tun. Ja, also lass uns das mal trennen. Bei mir vermischt das immer bei der ganzen Geschichte, deswegen brauche ich auch so lange. Bei mir vermischt immer der kreative Ansatz. Das reine Mixing, gebe ich dir vollkommen recht, ist zügig gemacht. Und dann gehe ich aber immer noch mal oft in die Produktion mit rein und vermische da Dinge miteinander, die beim Mischen selbst in den Beruf nicht reinkommen. Aber wo wir gerade darüber gesprochen haben, über die Aufnahmen zum Beispiel, ne? Ich habe ja gerade erzählt vom Livestream, den ich gemacht habe, und ich habe im Livestream innerhalb von unter zwei Stunden mit Quatschen habe ich 9 Spuren aufgenommen. 9-mal, also einige habe ich 2-mal aufgenommen, weil ich einfach ein Fehlerchen reingebaut habe. Kann gar nicht vorstellen. Doch, hin und wieder mal falsch gegriffen oder so. und habe dann halt innerhalb von 2 Stunden diese 9 Spuren aufgenommen. Das waren Gitarren waren das, also Akustikgitarren, Gitarrele, Bass, Gesang war noch mit dabei und das Ganze aufgenommen dann innerhalb von 2 Stunden mit Quatschen zwischendurch und so weiter. Ich hatte mich allerdings auch vorher wirklich vorbereitet. Ne? Also ich habe geübt. Ich habe, kommt nicht so oft vor, dass ich übe, ich habe geübt, habe mir den Text drauf geschafft, den habe ich vorher natürlich selber geschrieben. Ich habe sämtliche Gitarren immer wieder gestimmt, habe da auch im Livestream nochmal darauf hingewiesen, dass es essentiell wichtig ist, Instrumente, die sich verstimmen können, vor jedem Take zu stimmen. Hab das dann auch gemacht. Hat sich auch gelohnt tatsächlich, weil tatsächlich die Raumtemperatur von meinem Raum sich über den Livestream so gehoben hat, dass die Gitarren alle so langsam ihre Saiten entspannt haben und dann nochmal nachgestimmt werden mussten und so weiter. Ja, genau. Und dann aufgenommen. Das ging. Das war Fließbandarbeit und ich weiß, dass ich das alles auch besser kann, wenn ich mir mehr Zeit pro Spur nehme und so weiter. Es ging jetzt nur um Proof of Concept oder der Beweis, dass es ging. Die Vorbereitungszeit selber für diesen Livestream war aber immens. Ich habe also Üben mal zur Seite geschoben, allein der Aufbau dann, weil da komme ich jetzt auf das, was ich gerade auch wieder gesagt habe, wenn der Typ, der vor dem Mikrofon agiert, dann auch noch andere Hüte auf hat, und in dem Fall war ich ja Recording Engineer und ich war Video Operator, ich weiß nicht, ob es da einen Beruf für gibt, weil es war ein Berufsbild für gibt, weil die Kameras eingestellt, die komplette Technik aufgestellt und bedient, also Regie und Schnitt auch noch moderiert. Gleichzeitig gemacht, moderiert, Musiker, Recording Engineer, weiß nicht, wie der Typ heißt, der die Mikrofone aufstellt, ob es da auch noch eine Berufsbezeichnung für gibt, irgendwie. Praktikant. Genau. Ich war auf jeden Fall, als ich da mit dem Livestream fertig war, durch. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Wirklich durch, weil ich gedacht habe, so, alles klar, was hast du jetzt gerade alles gemacht? Es war wirklich Ja, vor viel. Allem hat jetzt auch alles geklappt. Also, ne? Bis auf 2, 3 kleine Umschaltmomente, wo ich die falsche Kamera gedrückt habe oder kurz vergessen habe zurückzuschalten, hat tatsächlich alles geklappt. Und es kam noch hinzu, das ist so der hakeligste Punkt an der ganzen Geschichte, dass ich für die Aufnahmen mein Headset immer noch ausgemacht habe. Mhm. Das heißt, ich hatte noch 2 Schaltpulte verteilt, die ich an dem Tag noch programmiert habe, damit ich auf der einen Position beim Recording oder aber, wenn ich an der Session gesessen habe, am Rechner gesessen habe, dass ich da auch noch umschalten konnte. Da gab es einen Knopf, der war Mikro an, aus. Mhm.
Und den im Blick zu halten, ist mein Mikro jetzt eigentlich an oder aus für die Aufnahme, ist er zweimal angelegt. Die Stimme ist bei so einem Livestream bei YouTube, das wissen ja vielleicht einige gar nicht, ein Livestream, natürlich ist das live, aber wie viele Sekunden hängen so im Schnitt dazwischen, wenn 15. du jetzt... 15. Ja. So, das heißt, im Zweifel, selbst wenn du den Chat dann auch noch irgendwie im Blick hast, und dauert das im schlimmsten Fall auch noch mal eine halbe Minute oder so, bist du, Mikro war aus, ne? Ja. In der Zeit haben sich dann schon 10 Leute gedacht, ich verstehe dich nicht, ich bin raus. Was sagt er? Er bewegt den Mund, aber ich höre ihn nicht. Und da ja, es gibt ja diverse Leute, die deren Aufmerksamkeitsspanne liegt irgendwo zwischen einer Instagram-Story und einem Twitter-Tweet. Und einem Twitter-Tweet. Das heißt, da musst du dann schon schnell sein, wenn du das Mikro mal aus Versehen. Ja, absolut. Ja, und das alles im Blick zu behalten. Also es war wirklich, das war echt wie so eine Highspeed Klausur, die du in der Uni schreibst oder sonst irgendwie 2 Stunden voll auf Dope, voll drauf, irgendwie alles im Blick behalten und gleichzeitig auch noch irgendwie zu versuchen, diesen Song zu performen. Ich habe das noch gar nicht geguckt, das Video. Ist das als Real Life auf dem Kanal? Ja, ne? Ja, die Wiederholung ist noch erhältlich auf jeden Fall. Wie gesagt, es dauert 2 Stunden. Ich habe aber auch Sprungmarken eingepflegt. Das heißt, man kann mal zwischen den einzelnen Recordings hin und her springen. Okay. Das ist kein Problem, weil 2 Stunden sind halt zwei. Also eine Recording-Session braucht halt einfach Zeit, weil wenn du einen Song von vorne bis hinten durchspielst, die 3,5 Minuten, die braucht es nun mal, um einen Song aufzunehmen. Machst du denn da auch noch so eine Mixing-Session dann? Oder? Ich habe da in dem Fall eigentlich nur gezeigt, oder ich wollte zeigen, wie vernünftig die Qualität der Spuren ist, wenn man sie aufnimmt, um zu zeigen, okay, es waren eigentlich nur Faders und Panorama. Faderse und Panorama habe ich benutzt. Fäden. Ja, genau. Fäden habe ich benutzt. Und da kam schon ein adäquater statischer Mix raus. Ja. Klar hatten die Vocals keine Räumlichkeit, aber die Gitarren, das war okay. Es war alles okay. Völlig. Also für einen statischen Mix war das eine ordentliche Basis. War der Sommersonnenfänger. Der Sommersonnenfänger, genau. Hast du auf meine Drums aufgenommen? Ja. Musstest du die stark quantisieren? Nee, ich habe sie nicht quantisiert und wollte sie auch nicht quantisieren, weil ich schon diesen Flow. Das muss so. Ja, weil ich diesen Flow schon haben wollte und ehrlich gesagt ist mir da auch nicht so viel aufgefallen tatsächlich, wo hätte quantisiert werden sollen. Ich bin an der einen Stelle, wo wir Anlauf nehmen zum letzten Refrain, da bin ich rausgekommen, weil ich habe den kompletten Track eigentlich aufs Schlagzeug eingespielt und habe ja dann, das Schlagzeug hört dann aus diesem Zwischenteil auf und dann spiele ich noch kurz mit der Ukulele, mit der Gitarrele dann noch da rein, in diese Pause rein und dann kommt halt der Klick, der wieder einzählt, gleich geht's wieder weiter. Genau, ja. Und da bin ich komplett irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mit der Gitarrele zu langsam oder zu schnell gespielt habe, auf jeden Fall fing der Klick plötzlich an der Stelle an, wo ich gedacht habe, warum spielt der denn jetzt schon da an der Stelle? Aber ist peng irgendwie, wenn der Klick ist ja, der ist ja im Mix ist ja nicht drin. Das heißt, da ist einfach eine Pause. So, wenn du nicht weißt, wie lang die Pause ist, fühlst du da auch nicht, dass da ein Unterschied ist oder sonst was. Deswegen war das vollkommen okay. Nee, ich habe überhaupt nicht quantisiert. Das kann aber auch nicht an mir gelegen haben mit der Pause. Nee, ausschließlich an mir gelegen, weil ich habe ja die Gitarren gespielt. Nee, das Einzige, was ich gemacht habe, war tatsächlich, dass ich... Also das, wo ich wirklich eingegriffen habe, war, dass ich die Bassdrum kürzer gemacht habe. Gut. Da habe ich einen Transient-Designer genommen und habe einfach, ich wollte es erst mit dem Kompressor machen, sie kürzer machen, aber das wollte nicht so richtig greifen. Also habe ich einfach einen Transient-Designer genommen, habe das Sustain ein bisschen runtergedreht, weil deine dicke Bumm, die schwingt ja ein bisschen länger nach. Vor allem spielst du ja, wenn ich das richtig weiß, den Klöppel nicht am Fell. Die den Klöppel am Fell spielen, da schwingt die Bassdrum von sich aus schon nicht so lange nach. Die dämpfst du ja im Prinzip. Genau, und du spielst einmal die Bassdrum an, nimmst den Klöppel wieder vom Fell und dann schwingt die halt und die hat halt auch wirklich ein tolles Volumen gehabt und wirklich auch also richtig Bums. Ja, nicht nur Bums, richtig Bums untenrum. Die ging richtig runter bis 20 Hertz, also wo du wirklich gesagt hast, okay, da muss ich jetzt echt mal rausnehmen, weil da, wo ich sitze, mein Mixpunkt ist ja eingeschwungen, das ist alles okay, aber ich bin ja in einem Haus. Das heißt, wenn ich mich im Raum ein bisschen bewegt habe oder in den Flur gegangen bin und dabei war die Tür auf, also selbst wenn sie zu war, da kam so viel Wumms aus der Anlage raus, dass ich... Hast du meine, diese Pucks mitgenommen? Die hattest du doch mitgenommen, oder? Die Pucks habe ich unter meinem Bassdrum, unter meinem Subwoofer habe ich die drunter, ja. Hat das einen Unterschied gemacht? Hast du das mal so richtig getestet? Ich habe ja gesagt, ich habe nicht die goldenen Ohren. Ich kann dir nicht sagen, ob es mit oder ohne besser ist oder schlechter. Dann müssen wir das mal gemeinsam machen. Du hast ja vielleicht ein besseres Erinnerungsvermögen im Ohr, weil es ist ja oft so, wenn du nicht direkt umschalten kannst, dann ist der Unterschied, den zu hören. Wie viel habe ich dir gegeben? 4 oder 4? 4. 4, die sind unter meinem Subwoofer. Unter dem Subwoofer. Ja. Okay.
Also das zu memorieren wäre schon schwierig. Ich habe eine lustige Geschichte zu der Geschichte. Es gibt ja diesen Hersteller, Wovox heißen die, glaube ich, oder sonst was irgendwie. Kabel, meinst du? Kabel, ja, genau. Ja. Ich glaube aus der Schweiz, ne? Ja, die verkaufen ja Kabel teuer. So, einige sagen adäquat, Qualität stimmt, etc. Ist mir Wumpe, ne? Ich will mich da gar nicht einmischen, ich habe meine eigene Meinung zu Kupfer. Aber es ging speziell um dieses... Es ging speziell um dieses eine Video, was jetzt also einer auf einer Messe aufgenommen hatte, wo jetzt der Typ, der da jetzt diese Kabel vorgeführt hat, jetzt zeigen wollte, dass die Wovox-Kabel besser sind. Sitzt du, pass auf, kommt ja noch. Ja. Yeah. Der wollte Stromkabel zeigen, dass die besser klingen. Mhm. So, und jetzt würde ich ja sagen, okay, also wenn du mir zeigen willst, dass Stromkabel besser klingen, dann muss ich einen Umschalt haben, wo ich dann direkt in der Millisekunde des Umschaltens den Unterschied hören kann. Einige Leute können den sowieso nicht hören, aber Leute wie du können das vielleicht hören. So, was machte dieser Typ? Also der eine im Publikum hielt die Kamera hoch, um das zu dokumentieren, hat das auch online gestellt. Dieser Typ ging also zu dieser Aktivbox, ließ sie spielen, zog den Stecker raus, steckte das Wovox-Kabel rein und sagte, bitte, hörst du es? Dazwischen hat es natürlich noch geknackt, weil die Handschuhe plötzlich keinen Strom mehr hat und wieder Strom kriegt und so weiter. Und dann steckte der nochmal um und ich gucke mir dieses Video fasziniert an und denke, Alter, also unabhängig davon, dass ich das für Voodoo halte, was du da gerade machst, aber wie soll ich denn da einen Unterschied hören, wenn das dazwischen noch knallt und knackt? Und weißt du, was mich nervt? Nee. Mich nervt einfach, dass mittlerweile, ich finde Marketing ist super. Ja. Marketing ist eine ganz tolle Sache, mache ich auch. Ja? Musst du auch. Ob das immer das Beste und Tollste, völlig dahingestellt. Aber was mich mittlerweile mega nervt in der ganzen Audioszene, ob das bei Plugins oder bei irgendwas anders ist, es gibt keine vernünftigen Hörbeispiele oder AB-Vergleiche oder sowas, die wirklich sinnvoll sind. Als Beispiel, mir wird jeden Tag auf allen Social-Media-Plattformen wird mir Werbung angezeigt von Slate Digital. Ja, so, für das Plugin-Bundle oder wofür? Verschiedene Sachen, ja, okay. Plugins, das Mikro, was weiß ich, Slate Digital halt. Ja. So. Mhm. Ich bin jetzt nicht der beste Freund von Steven Slate, aber jetzt auch nicht der... Nur weil der mehr Muckis hat als du. Ja, aber ich arbeite ja dran. Ne? Ja, du bist ja auch hier Ruderer. Genau. Alles gut, ich habe ein paar Sachen von denen. Ich habe ja auch das Mikro, habe ja, ich auch das ML irgendwas, ne? Also 1, das Großmembraner. Ja, ich habe beide. Ja, ja. Ich habe auch irgendwie 2, 3 Plugins von Slate. Alles gut. Was mir aber tierisch auf den Zwirn geht, ist diese Werbung. Eine Werbung ist, da zeigen die irgendwie eine Vocal Chain, bla bla bla. Ja. Im AB. Ja. Ne? Also trocken, allein schon mal das. Einfach nur eine trockene Mono-Stimme. Ohne Mucke drum. Ohne alles? Ja. Vocal Chain. Jetzt hätte ich gesagt, ja gut, im Kompressor, EQ, schön machen. Vorverstärker vielleicht. Delay, Hall, Chorus, Doppelung. Wo ich so denke, natürlich, das geht nur mit Slay-Plugins, dass die Vocals 12 dB lauter und mit Hall und Delay versehen sind. So, das ist schon mal Punkt 1, wo ich denke, Leute, was ist das für den fünften Vergleich? Das ist ja schön, ne? Gut, der nächste, was mich noch viel mehr nervt, da geht es dann um... weiß gar nicht, Mixing generell oder sowas, auf jeden Fall zeigen die da, oder es sind glaube ich Drums nur oder so, da sind irgendwie 3, 4 Plugins abgebildet in diesem Video, das ist halt so ein Screen-Recording aus der DAW und dann steht da auch Bypass und dann geht's los und dann wird's halt einfach 6 dB lauter, da sind 12 dB mehr Höhen drin, da ist ein Exciter drauf, da ist, weiß ich nicht, untenrum 5 dB mehr Wumms drauf. Ja. Wo ich so denke, ja, aber was hat das denn noch mit irgendwas? Nichts. Das hat doch nichts auf den Hacken. Ich habe tatsächlich neulich ein Video gehabt, das hieß, die meisten hören den Unterschied nicht. Also, englisches Video, ne? Da kann man sowas knapper packen. Die meisten Engineers hören den Unterschied nicht. Und weil das ein Mixer ist, dem ich schon lange folge, irgendwie habe ich gedacht, ach, guck mal, Thumbnail ist gut und so weiter. Guck ich mal drauf, welchen Unterschied. Er hatte da das CLA Waves Plugin drauf, dieses All-in-One-Mixing-Tool. Ach so. Was eigentlich ziemlich cool ist. Du kriegst für 29 Euro diese vermeintliche Vocal Chain von Chris Ach so, auch LG. Mit den Effekten und sowas. Ja, dann, ja, ne? Genau so. Also Und ich hatte aber so interpretiert das Thumbnail, dass es darum ging, Kompressoreinstellungen zu zeigen, weil er zeigte halt das CLA, zeigte dann 1176 und darunter ein LA2A. So, das LA2A 2A
und 1176, eine klassische Kompressionskette für Vocals. Und darüber das CLA. Und jeder weiß, dass das Chris Lord LG immer tüchtig reindreht, vor allem was Kompression angeht und so weiter. Also habe ich mir gedacht, die meisten hören den Unterschied nicht. Könnte spannend sein, so den Unterschied zu hören zwischen dem CLA-Plugin bei ihm auf der Produktion und dann der klassischen Vocal Chain, die er so hat. Okay. So, er spielte also jetzt diesen Track ab, nackig, ohne alles irgendwie, und sagte so, das ist das Ausgangsmaterial, ziemlich gut gesungen hier, vielen Dank an den Sänger, der es gesungen hat. Jetzt das CLA, da machte er dann die Kompressionsstufe an und so weiter, und dann zeigte er mal seine Vocal Chain mit 3 Kompressoren, Equalizer, Preamp-Simulation und Hall und Delay noch drauf, wo ich gedacht habe, hä? Was wolltest du jetzt eigentlich zeigen? Ich dachte, du zeigst jetzt hier unterschiedliche Kompressoren im CLA-Plugin und meine Erwartungshaltung laut Thumbnail war, ich höre 2 verschiedene Kompressor-Settings irgendwie gegeneinander, und er zeigte dann seine Vocal Chain, wo du dann gesagt hast, ja, aber was, da ist ja Hall drauf, wie soll ich denn, also das ist ja schon allein deswegen schon mal nicht mehr vergleichbar, eine trockene Stimme gegen eine mit Hall und Delay zu vergleichen, dann war die auch lauter, so wie du es gerade auch gesagt hast, und ich saß dann fasziniert hinterher nach dem Video und habe gedacht, warum gebe ich mir eigentlich Mühe? Also warum gebe ich mir Mühe, möglichst darauf zu achten, das ist mir neulich auch mal wieder nicht gelungen, irgendwie das Lautstärke technisch einigermaßen beieinander zu halten, wenn ich den Knopf drücke, wo ich dann denke, damit du wenigstens einen Unterschied hören kannst irgendwie, ja. Aber ja, in dem Fall genau das Gleiche, wo ich gedacht habe, ja, die 5 Minuten hätte ich mir jetzt tatsächlich, ich mag dich, aber die 5 Minuten hätte ich mir jetzt echt schenken können an der Stelle. Also gerade bei so Tutorials ist das ja nochmal eigentlich auch keine andere Sache, ein bisschen anders, da du willst ja was zeigen, je nachdem, was du jetzt wirklich zeigen willst, macht es natürlich keinen Sinn, etwas ohne Lautstärkeanpassung zu zeigen. Wenn du jetzt irgendwie halt einen Trick zeigst oder irgendwas anwendest, selbst da ist es legitim zu sagen, ja klar, ist jetzt ein dB lauter, oder sowas, kann man ja dabei sagen, ne? Ja. Aber ganz viel ist auch so von gefährliches Halbwissen, klingt schon wieder so vorwurfsvoll, ist ja gar nicht gemeint, sondern ist halt ganz oft auch einfach so aus der Praxis heraus irgendwas zu zeigen, zu erklären, was aber einfach de facto falsch ist. Habe ich ja immer Angst vor, Blödsinn zu erzählen. Ja, ein Kollege von mir, ein Mastering-Engineer aus den USA, mit dem habe ich so ein bisschen Kontakt immer mal wieder bei Instagram. Tauschen wir uns immer so ein bisschen aus, irgendwie, wie auch immer, kommt irgendwie ein neues Produkt oder er schreibt mir irgendwie, wenn er irgendwas bei mir sieht, irgendwie ein Plugin oder ein Gerät oder so. Und er hatte gepostet irgendwie auch ein Video, der hat noch einen sehr, sehr jungfräulichen YouTube-Channel, also sehr, sehr wenig Klicks, hat er gepostet, alles, was du wissen musst über den Limiter von FabFilter Pro L2. Den L2, ja. So. Und da habe ich gedacht, ja komm, guck's dir mal an, war jetzt auch nicht mega lang irgendwie das Video. Ist ja ganz interessant. Ich arbeite ganz selten nur noch mit dem FabFilter-Limiter, aber ich habe auch ganz lange eigentlich ausschließlich mit dem FabFilter-Limiter gearbeitet. Und der ist wirklich komplex. Der ist mega komplex. Also, deswegen benutze ich den auch fast nie, weil der mir zu komplex ist. Genau, du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten damit, aber du kannst auch ganz, ganz viel Schundluder damit treiben. Ja. Ne? Und er erklärte das halt so irgendwie erstmal so normal, du hast hier verschiedene Settings, da gibt's ja diese Styles, irgendwie modern, bla bla bla. So, und dann erzählte er, was gibt's denn da für einen Button? Jetzt habe ich mich selber, die Attack-Zeit. Es gibt Attack. Aha. Ich glaube auch prozentual ist das bei dem Limiter. Ich bin da so tief nicht drin. Und er erklärte das dann. Ja. Ja, das ist halt die Attack-Zeit, kennt man ja vom Kompressor und so, dass ich denke, nein, du hast einen Brickwall-Limiter. Was sollte eine Attack-Zeit an einem Brickwall-Limiter zu tun haben? Stimmt, wenn da drüber geht, soll der abschneiden. So, wir reden hier sogar über einen True-Peak-Limiter. Ja, ja. Das heißt, der hat automatisch Look-Ahead, der muss vorausschauen, um diesen in einer simulierten Analogwandlung entstehenden True-Peak-Wert zu beschneiden. Ja. Nee, das ist Attack-Zeit. Nee, ist es nicht. Da geht es darum, um das Ausschwingverhalten des Kompressors. Also eigentlich geht es darum. Eigentlich um die Release. Nee. Genau. Ja. Es ist im Prinzip die Attack-Zeit.
Zeit für die Release-Zeit. Ah, okay, alles klar. Wenn du, also ganz, ist relativ komplex. Ja, ja, also ich aufpassen, ich ins Handbuch mal, schauen. Ja, also genau, im Handbuch ja. Ist es gut erklärt. Ich komme nicht auf den genauen Wortlaut, aber es geht darum, im Prinzip, wenn er zugegriffen hat, dann hast du ja die Release-Zeit einmal, aber es geht auch darum, wie diese Release-Kurve geshaped ist sozusagen. Also nicht ein Hold, sondern... Ja, es ist so eine Mischung daraus. Ne? Also es geht natürlich nicht um die Attack-Zeit, bevor der Threshold greift, sondern das geht... Das macht ja auch keinen Sinn. Ja. Genau, weil das ist ein Brick-Wall-Limiter mit Lookahead und mit True-Peak-Detection. Also macht es natürlich keinen Sinn. Und dann habe ich ihm das halt einfach gesagt. Ich sage, pass auf, alles gut. Ne? Aber das ist das stimmt ja einfach nicht, was du sagst. Ne? Und die Leute wundern sich dann, wenn sie halt die Attack-Zeit länger drehen, dass trotzdem genauso viel Limiting stattfindet wie vorher. Ja. Ne? Wobei ich jetzt auch nicht derjenige bin, der immer... Ich glaube aber, Leute, die sich mit dem L2 auskennen und das Feature nutzen wollen, gucken die dann dieses... Also, wir können es abkürzen an der Stelle, aber schon. Ich habe halt auch immer... Das ist aber cool. Ja, also vielleicht muss ich mich damit auch mal auseinandersetzen, aber ich habe tatsächlich auch... bei jedem Video überprüfe ich mich 2- oder 3-fach, ob ich wirklich, weil manchmal ist es auch so, dass ich beim Video machen, ich bin ja, habe ja gerade erzählt, ich habe 27 Hüte auf, während ich ein Video mache. Ne? Und vor allem, wenn ich meine Mix-Session mache, das heißt, wenn ich vorm Rechner sitze und erkläre, was ich sehe, was ich höre, was ich einstelle und so weiter, dann bin ich halt Mix-Engineer, Video-Editor und so weiter und so fort und bin so in meinem Tunnel drin. Das kennt ja jeder, du drehst an einem Knopf und denkst, das passiert was, aber passiert nichts. Bypass. So, ja, Bypass, falsche, oft bei Studio One einfach, dass der das falsche Plugin geöffnet hat vom Kanal daneben und so weiter. Du drehst und nichts passiert. Und kontrolliere wirklich 27-fach, dass ich auch wirklich keinen Unfug erzähle. Und dann bin ich vor allem dann auch immer verunsichert, wenn mir dann einer eben was mit den Kampffiltern zum Beispiel drunter schreibt, was ich nicht gehört habe, was passieren kann, dass ich das nicht höre, dass mir das nicht auffällt, weil ich meinen Fokus in dem Moment woanders hatte. Ne? Ich wollte damit auch nicht sagen, dass man unfehlbar ist. Also nobody sowieso. Definitiv nicht. Nee. Ne? Ja. Es geht ja immer nur darum, wenn ich jetzt ein Video mache über ein ganz, ganz bestimmtes Thema, ne? Ich will jetzt den Kollegen nicht in die Tonne hauen, aber ich mache ein Video über den Limiter. Ja. Dann sollte ich mir zumindest vielleicht vorher selber einmal das Manual durchlesen. Das meine ich damit ja nur. Das geht schon zu weit. Also es geht ja nicht, ich möchte nicht, dass die Leute jetzt noch genötigt werden, die Bedienungsanleitung zu lesen. Wenn Jonas macht jetzt ein Video und macht jetzt die große Mixing-Session und erzählt jetzt bei Plugin XY, der Knopf ist da und dafür da, und das war falsch. Ja, ja, okay, dann ist das 5 Sekunden von einem 2-stündigen Video. Sei jetzt mal ganz blöd. Ja. Aber das Video heißt ja nicht, was macht dieses Plugin, sondern das heißt, wie mische ich den Song in 2 Stunden. Ja. Wenn ich jetzt aber ganz explizit, und das ist ja auch bei den Herstellern so, natürlich wollen die wollen ja nicht dich von dem Plugin überzeugen, der du ja weißt, was dahinter steckt, sondern die Leute überzeugen, die vielleicht gerade anfangen oder die denken, boah, irgendwie meine Mixes oder meine Arbeit, die ich hier mache, klingt nicht so toll. Ja. Wenn ich jetzt aber das Plugin kaufe, ich habe da ein Video gesehen, hab ich den dann Shit. Klingt das besser. Ja. Ja. Ne? Wie auch ganz viele glauben, ich habe mir jetzt ein analoges Gerät gekauft, was ich durch meine 27 Euro DAAD-Wandler schicke. Deswegen klingt jetzt meine Mixes besser. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Im besten Fall klingen sie anders. Sie klingen definitiv anders. Ja? Aber was ich damit sagen würde, man wird ja ganz bewusst durch dieses Marketing, nochmal, es gibt es nicht nur in der Audiobranche, es gibt es in allen, aber mich nervt es halt immer, weil man so bombardiert wird auch mit der Werbung. Und es immer letzten Endes darauf hinausläuft, wenn du es 3 dB leiser machst, dann klingt das Signal anders. Es ist aber ja oft schon so, dass der beste Equalizer ein Fader sein kann. Ja, zum Beispiel. So, ne? Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir das legitime Marketing-Bashing einfach mal weg, weil wir machen ja nur Marketing für Dienstleistungen, die wir super finden, und verabschieden uns von unseren Freunden an den Einschaltgeräten. An den Rundfunkempfangsgeräten. Und ich habe recherchiert. Ich habe zum Finale noch recherchiert, denn ich habe dich ja letztes Mal auch damit reingerissen, indem ich gesagt habe, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt. So, ich habe ja gesagt, dass ich vermute, dass es aus der Muppet Show ist. Und es ist tatsächlich aus der Muppet Show.
Muppet Show. Es gab nämlich in der Muppet Show gab es eine Rubrik, die hieß Schweine im Weltall. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. So. Ja. Und bei Schweine im Weltall sagte der Sprecher, nachdem ein Riesenchaos eben entstanden ist, schalten sie auch nächste Woche wieder ein, wenn. Und dann kam halt entweder, wenn Miss Piggy sagt, wenn Miss Piggy dies macht, wenn die Aliens doch noch durchgreifen oder sonst was. Eben. Daher kommt das eben. Schweine im Weltall. Ich habe es extra nachgeguckt für alle, die es nicht wissen, die keine Ahnung von der Muppet Show haben, von Jim Henson. Schaut euch einfach mal Schweine im Weltall an. Da gibt es so Kompilationen, wo alle Schweine im Weltall Folgen hintereinander geschnitten werden sind. Und die Frage ist jetzt, wollen wir das beibehalten? Also ich bin das Schwein im Weltall. Wir probieren es noch einmal. Also schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt, du sagst jetzt tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal mit Quarkbällchen und einem gut aussehenden Jonas Wagner hier zum DAW-Versteher-Podcast. Und auch nächste Woche wieder frisch frisiert Björn Schlüter. Wir sehen uns die Tage. Macht's gut. Yassas. Schweine im Weltall. Ich musste es wirklich, konnte es nicht stehen lassen. Ich habe gefährliches Halbwissen, habe ich ja jede Menge.